Wirbelwieder, Wirbel, dann Kreisel der Schurke. In! Wirbel, Wirbel, dann Kreisel der Schurke. Bam! Eigentlich hätte ich auch eine komplexere Animation machen können. Aber ich mag grad nicht. Und so? Alter, was machst du da? Wirbeln, siehst du doch. Bäh. Ja, aber vielleicht gefällt mir das nicht. Bäh. Na und, glaubst du, vielleicht mich interessiert das? Bäh. Alter, ich hau dir gleich eins in die Fresse. Bäh. Ach ja? Ja. Ach ja? Ja. Ach ja? Ja! Hallo, ich bin Lidia, Novala Smiley. Und ich habe einen magischen Bleistift. Mit dem ich alles zeichnen kann. Um es euch zu demonstrieren. Werde ich jetzt ein Stückchen Dynamit zeichnen. Du. Moment mal. Was habe ich da gerade eben gesagt? Wunsches. 4, 3, 2, 1, BOOM! Ja, es ist ein bisschen nervig mit den Texttafeln. Au. Bekloppte Texttafeln, ey. Egal. Das war jetzt mal eben auf die Schnelle synchronisiert. Ja, ich weiß, der ist nicht toll. Ich weiß das. Aber die nächsten Cartoons wären ein bisschen besser. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich auch einfach es so lassen sollen und synchronisiert. Ich weiß auch nicht. Das klingt alles scheiße. Ich klinge einfach nicht. Ich habe keine Lust. Naja, also das war's dann für heute. 1, 2, BOOM! Dieses Video wurde ohne Dürreprogramm und nur von einer Person gemacht. Und diese Person ist offensichtlich ein Spaß. Also haben Sie bitte Verständnis dafür, dass das Video nicht so gut geworden ist. Nein, es ist überhaupt nicht gut geworden. Nein. Aber jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser ersten animierten, was gar nicht stimmt, Cartoon-Folge. Yo! Was für ein kreativer Name, ey. Nein. Wie geil ist das denn, ey? Hallo, mein Name ist Pyramidi und ich heiße Sie herzlich willkommen bei unserer ersten Comic-Animation. Man bat mich darum, mich vorzuweisen. Diese Serie erzählt von zwei Helden, die beide Gründe haben, das zu tun, was sie halt tun. Und deswegen werden sie mit voller Überzeugung das tun, was sie für richtig halten. Ach du Scheiße. Ja, ach nee, du Fettbacke! Und wisst ihr was? Ihr könnt live dabei sein und... Verdammt, ich brauch dich nicht. Nein, dich brauchen wir wirklich nicht. Ich weiß auch was, und zwar, dass du eine Fettbacke bist! Verdammt, ich... Jetzt halt endlich deine verdammte Fresse, oder ich? Tut uns leid, kurze Unterbrechung. Bii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 i
Schon ist dieses Video zu Ende. Wahrscheinlich hätte es sich mal wieder niemand angeguckt. Mein Kanal ist ja so schrecklich unbeliebt und ich weiß immer noch nicht warum. Vielleicht weil ich einfach schrecklich bin, aber dann sag mir doch, woran das liegt. Woran das liegt! Da 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 da. Hallo, ich bin Lidli. Ich bin ein ovaler Smiley. Und da der Animator so wieder Scheißkerl ist, haben wir weder Boden noch einen Hintergrund. Und das hast du alles mit Paint gemacht? Ich würde mal sagen, das ist Durchschnitt. Hey, geht es hier nicht eigentlich um mich? Das ist eine sehr interessante Frage, die ich doch liebend gerne beantworten würde. Was zur Hölle sollst du eigentlich darstellen? Eine Katze oder eine Ratte? Also eigentlich, wenn es mich interessieren würde! Tut es aber nicht. Und weißt du auch warum? Du bist genauso einer von den Charakteren, die uns Helden die Jobs klauen, weil wirklich jeder bei euch sagt, oh, ist das nicht süß? Und jeder will nur noch euch sehen. Siehst du, du machst es schon wieder. Wovon zur Hölle redest du? Jetzt seid ihr schon zwei. Von was zur... Ach, ihr versteht mich doch sowieso nicht. Niemand versteht mich. Ich werde jetzt wegrennen, ganz weit wegrennen, das hat den Hund davon. Seid ihr jetzt glücklich? Na toll. Na toll, und wie sollen wir jetzt noch was über uns erzählen? Das müssen wir dann wohl nächstes Mal machen. Tja, und das war's doch schon wieder mit unserer heutigen Sendung, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Mein Gott, das war ja richtig grausam. Wollt ihr mal hören, was ich von dieser Sendung halte? Hat mir nicht gefallen. Thank you.
The hand just drifts off me on lights only when I'm crying. Can you hear me crying? So many times you always wanted more. Chasing illusions that you're longing for. Wish I wasn't crying. Can you hear me crying? No, you're there. No, you're there. No, you're there. No, you're there. Twilight Sparkle is a conspiracy nut. Conspiracy nut? Not at all. I will admit that prior to Nightmare Moon's release, I was rather hung up on her possibility, but I was proven right, so... Twilight Sparkle never passed magic kindergarten. I did. Honest. I could go get my certificate. It's hung over my bed in a frame. Twilight Sparkle takes gems from Spike while he's sleeping. I would never. Then puts his hand in a bowl of water. Why would I? Then calls him a bedwetter the next day. Lies! These are nothing but lies! Twilight Sparkle thinks this is a conspiracy to make her look bad. Well, now that you mention it... Twilight Sparkle just confirmed she's a conspiracy nut. I am not a conspiracy nut, and I don't do any of those things. Now you know, Twilight Sparkle. I can't say they do. I can, because I'm a disembodied voice. I'm out of here. I am going to send a strongly written report to Princess Celestia the moment I'm out of here about how twisted this show is.